Okay, lass es mal Video gucken. Ja. Ich bin so Kein Fall Mitglied werden, nur dicht. Abzocke, Digga. Hörst du was? Ja, ich höre alles. Danny meinte, er fühlt sich nicht so wohl zu Hause gerade und deswegen ist er hier. Ich denke, er wird auch wahrscheinlich ein, zwei Tage hier bleiben. Also länger als ein, zwei Tage halt. Also er wird ein paar Tage hier bleiben wahrscheinlich. Danny, einfach deutsche Ellen Harper. Den wirst du nie wieder los. Digga, ich hab's gecallt. Was? Du hast gecallt? Was hast du gecallt? Ich hab doch gerade gesagt, einfach deutsch. Danny, einfach deutsche Ellen Harper gerade. So. Nee, das hab ich damals. Beim Boxen würde ich Sascha auseinandernehmen. Aber Sascha kann mich natürlich gerne mal bei anderen Aktivitäten. Was? Den Clip kann ich auch, muss ich sagen. Ja. Aber auch ein sehr, sehr, sehr stabiler Clip auf jeden Fall. Sehr, das ist übrigens schwach. Das Thema. Das Thema kommt mir sogar in meinem neuesten Video vor. Krass. Weil, kleine Side-Fact, es gab eine Streamerin, die hat das schon mal gemacht. Und zwar, kennst du Faye? Die hat das mal mit Papa Platte gemacht. Der hat die auf ihn gecrushed. Das ist so eine Streamerin, die ist gerade 18 oder 19 geworden oder sowas und sieht auch gar nicht so kacke aus. Und einfach, weil dieser Clip so viral gegangen ist, hat sie in dem Monat 140.000 neue Follower auf Twitch gemacht. What the fucking freaking fuck? Krass. Und hat einfach so 2.000 Average-Viewer mehr seitdem. Ey, dann lass mal irgendwelche Streamer crushen. Ja, Digga, ich brauch ein paar Boobs dafür noch, aber dann Abfahrt, würde ich sagen. Einfach so ein Marktgeheimnis, Freunde. Strong. Ja. Wenn. Ey, krass. Ja, lass machen. Wen crushst du? Boah, weiß ich nicht. Ich... Auf wen? Nee, auf wen würde ich jetzt so serious gehen, mal so? Also, an Typen. Ich glaube, wenn ich so ein bisschen mehr B wäre, würde ich, glaube ich, so auf so Neek stehen, denke ich mal. Ja? Ja, schon. Ja. Doch, Neek ist schon fein, muss man sagen. Doch. Ich glaube, Neek wäre so mein Boy-Crush auf jeden Fall. So in die Richtung auf jeden Fall. Ich würde so voll auf die E-Boy-Scene abfahren, denke ich mal. Der ist so ein E-Boy, ne? Ja, er ist auf jeden Fall schon ein kleiner Anime-Weep und sowas. Also, der ist schon so. Doch. Ah, okay. Ja, dann. Wer bei dir? Allotrix, Bruder. Oh, hab ich auch voll auch gedacht so. Ja, den würde ich crushen. Aber der wäre zu stressig. Der ist zu stressig? Nee, den würde ich crushen. Okay. Okay. Dann, okay. Dann gönn dir. Dann, ja, gönn dir Allotrix. Gönn dir Carsten, mehr, Alter. Ja, gönn ich mir. Dann gönn dir mal den Carsten. Wenn du Monte deinen halben Monatslohn spendest. Spiel mal mit Zech, dann bekommst du Bot-Lobbys, scheiß auf VPN. Oh, Bruder, Big Mac, das halte ich von deiner Meinung. Mittags spielt besser als abends, meiner Meinung nach. Bilal, dich hat aber niemand nach deiner Meinung gefragt. Oh, F, fragt man. Dachte, wir sind so, fragt Bilal. Ja, denken wir ja noch nie so deine Stärke. Dieser kleine Boy einfach. Ey, das Ding ist, ich glaube, es ist aber halbwegs real. Klar, die Beträge sind jetzt nicht real, aber ich glaube, die Antworten sind... Ja, also, ich glaube auch, die Antworten sind real, ja. Also die Donations gab es schon wirklich, nur die Beträge sind, ja, glaube ich, ganz, ganz, ganz fein. Ja. Du Hurensohn, was bist du für ein dummer Hurensohn? Auf was für eine Antwort hoffst du, wenn du mich fragst, wie meine Meinung zu Tierquälern ist? Das würde dann so aussehen. Hoppala. Carsten sichert sich VIP-Ticket für die Hölle. Weil ich keine Z mehr habe in den vergangenen 6 Jahren. Keine Fronts gegen Tanzverbot-Chat, aber habt ihr das mitbekommen? Das mit Tanzverbot und Fräulein Freitag? Hast du das mitbekommen? Diese Lache. Na, oh mein Gott, das ist so. Oh mein Gott, wenn man auch die Bilder sieht, wenn er so traurig ist. Der so weint fast schon. Ey, der arme Kilian. Ich weiß, dass sie zusammen gestreamt haben und Tanzi, der hat sich doch safe verliebt in sie, oder? Ja, Tanzi verliebt sich, glaube ich, schnell in Frauen. Und Carsten so. Man sagt, mach nicht diese. Carsten, mach diese. Digga, ich seh schon den nächsten Tanzi-Beef. Diesmal nicht auf Madeira, sondern wo auch immer Carsten herkommt. Einfach so Hamburg. Ja. Da müssen Mont und Stay wieder klären, weil die sich fast... Oha, nächste Beef, ja, stimmt, incoming. Oh nein, der Arme. Digga, tut mir so leid. Einfach ja, F. Ich fühle ihn auf jeden Fall. Ja, ich fühle ihn auch. So, weiter geht's. Was geht? Ah ja, stimmt. Monte ist im Urlaub, ne? Das heißt, es gibt wahrscheinlich neue Memes. Achso, ja. Du machst jetzt kurz den Alleinunterhalter, Memo? Ich geh kurz pissen. Beste Alleinunterhalter. Soll ich auch mal Fragen stellen und nicht nur immer Emojis reinmachen? Oh, Emojis. Max, ich würde sogar schon sagen, dass du mehr Regel Sex Nummer hast 1 auf Twitch ist eigentlich, sag nicht Emojis, sondern sag immer Emotes. Sonst wirst du von dem harten Twitch-Richard geflamed. Ja, Emojis ist so das, was so eine Bibi in ihren Titel reinmacht bei YouTube. Das sind Emojis, habe ich das Gefühl. Genau, wir benutzen Emotes. Ja. Chat.
Emojis. Wir haben keine Emojis. Wichtig, wichtig, wichtig. Sehr wichtig. Ja, als ich. Steine hacken ist wichtiger als über Sex reden. Weil du eine feste Beziehung hast. Man hat das letzte Mal Sex, Max? Ich hab noch keine Fix. Wenn du es schaffst. Geil, aber nicht antworten. Aber so tut, als wäre man nicht da, obwohl man gerade Livestream für 80.000 Leute. Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang kein englisches Wort zu sagen, bekommst du 5 Subs. 5 Minuten lang kein englisches Wort zu sagen, bekommst du 5 Subs. Schaffe ich niemals, Diggi. Ich try sowas gar nicht mehr. Ja. Ey, es ist so bilingual, was der da hier streammäßig rausknallt. Nee, ich kann es aber auch nicht mehr, ne? Papa, Moneyboy-Influence, ja, glaube ich auch. Ja. Daher kam der Shit. Okay, mir hat gerade jemand etwas gespendet in Bits. Boah, das ist so schwer so zu reden. 5 Abonnements, wenn du 20 Minuten lang kein englisches Wort sagst. Boah, 20 Minuten ist aber hardcore bei dir, ne? Nee, wir machen nur das Video. Boah, ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass ich kein englisches Wort sage. Okay. Wir machen nur das Video. Wir machen aber Dankeschön für die großzügige Spende. Ja, Spende auch Englisch. Okay, let's go. Nein. Oha, direkte Frage. Also ich habe mich selber noch nie anpissen lassen. Dann musst du mal Probetraining machen. Spannende Frage vor allem. Will ich okay. Mannschaft machen. Soll ich dir mal sagen, was wir für ein Aufnahmeritual damals in der Mannschaft hatten? Hau raus. Wenn Dusche gemeinsam. Dann wurde das Licht ausgemacht. Oh nein. Und dann wurde der Mann angestrahlt. Was? Das ist ja geisteskrank, Willi. Ja. Herzlich willkommen im Team. Das ist was ganz normal. Zum Beispiel, ich rauche noch einmal meine Motor. Die könnt. Ja. Also, ich sehe nichts mehr. Du siehst nichts mehr? Ah, jetzt sehe ich wieder. Ah, okay. Zum Beispiel, ich rauche noch einmal nicht von meinem Motor. Die könnt. Ja. Also, könnte ich auch niemals. Sascha, es reicht jetzt mit diesem Scheiß-Versteckspiel. Steh endlich dazu. Ich helfe dir jetzt bei deinem Coming Out. Oh mein Gott! Ey, wie viele Aufnahmen es gibt, und der ist halt immer noch verheimlicht. Ja. Wichtiger Religion, Realtuk von. Ich kann nicht reden, wenn ich das Was ich richtig eklig finde, egal welche Religion du egal auf Religionsexperte. Wie oft habe ich einen Porno? Der richtige Experte. Ein Porno an. Der mir gefällt, ich habe immer 3 oder 4 Pornos gleichzeitig. Boah, ist das creepy, Digga! Das habe ich noch nicht verstanden! Wer ist das? Wer ist der? Nee, ich kenne super viele Videoausschnitte von Monte, ja. wo der Mann im Hintergrund steht, irgendwie das Aquarium reinigt. Mhm. Aber Monte dabei irgendwie furzt oder sowas. Ja. Aber er reinigt einfach weiter. Ja, was soll er machen? Mit Furzen oder was? Riechdrang, oder? Ja, aber wer ist das? Er macht das im... Ja, der Aquariumreiniger. Er macht das im... Ja, live ist ein deutsches Wort mittlerweile. Ja. Er macht das im Live-Videosegment. Ach, du versuchst immer das Deutsch gar nicht mehr. Stimmt, ich habe gerade creepy gesagt, sagen die Leute. Ah ja, ich habe schon verkackt, Scheiß drauf. Aber ich bin hier, noch im Rennen. Dass der da so reinsneakt. Wenn man 3 oder 4 Pornos gleichzeitig hat, oder vorne am Gang. Ich liebe ihn. 5 Sterne Kochriso. Oh! Ey, das wird gut. Aua. Mit der Gabel. Fertig. Die schöne Beschichtung, würde meine Mama sagen. Ja, ich hoffe, die kriegen alle ihre Strafe dafür. Das ist richtig unkorrekt, sowas. Das ist richtig unkorrekt, sowas. Oh Mann, Alter, wir kommen in die Hölle. Er kommt so in die Hölle. Wir auch. Ja. Scheiße. Okay. Was ein Hund? Wer ist das? KuchenTV. Ach, das ist der KuchenTV. Was macht der? Schon mal gehört, aber was macht der? Von dem gibt es wenig. Also, der backt halt hauptsächlich, also KuchenTV kommt ja davon, also der backt halt sehr, sehr viel, macht so... Konditoreisachen, Plätzchen ist ja auch sehr stark. Und Marc ist auch so ein. Ist eigentlich dafür bekannt. Troll. Ist ein deutsches Wort. Der Troll. Marc ist auch so ein Troll. Ey, aber ich finde diese beiden, die sind so lustig. Deren Moments immer. Warte mal ganz kurz, hat die klingelt bei mir. A few moments later. Okay, weird. Wer war das? Das waren meine Nachbarn, mhm. Weil deren Katze ist in meinen Garten gelaufen. Die haben mich gefragt, ob die holen dürfen. Nein, ich habe weird gesagt! Scheiße. Wir gucken weiter.
Friend. Jetzt kann ich wieder Vanille. Reden wieder. Man Vanille verwendet. So. Das ist so sein Signature. Egal was der macht, er macht immer Vanille rein. Alright. Vanille oder? Ja, liebt. Oh. Zum Beispiel, egal, wenn er ein Getränk macht, macht er Vanille rein. Es ist extremst sauber, finde ich. Also ich. Verpisst euch! Piss dich! Es ist oh mein Gott. Hey Leute, ich bin hier zusammen mit Mats Hummels. Wir werden jetzt gleich gemeinsam den Rücken mobilisieren. Mit Jude Bellingham. Welche Stretching-Routine? Yo, hallo, ich grüße euch, ihr kennt mich. Das war einfach so Marco Reus' Frau, die so gesagt hat, nein, du machst das nicht mit einem Girl, du brauchst einen Typ. Geil. Ah, okay. Der Rainer. Eine Sache, die mir besonders gut am Laufen schon immer gefallen hat, ich kann meinen Kopf genau nutzen. Ich kann meinen Kopf gebrauchen. Das heißt, ich kann mir vieles nachdenken. Ein paar Sekunden später. Ich kann stehen bleiben und drüber nachdenken. Wenn ich laufe, kann ich mir meinen Kopf nicht richtig klar zusammensetzen. Der ist einfach so lost. Wo, bist du noch da? Ist er wieder weg? Wurde die Katze gerettet? Ja oder nein? Ein Glück, dass meine Nachbarn nicht bei mir klingeln. Ah. Und? Ist die Katze gerettet? Die Katze ist gerettet worden, aber es war unangenehm, weil meine Nachbarn sprechen mit Englisch. Ja, ich bin in einem internationalen Haus hier. Ach krass. Alles bilingual hier bei dir. Okay. Ja, aber die Katze ist voll süß. Spricht ja auch Englisch. Ich hab der Katze erlaubt, in meinen Garten zu gehen. Was habe ich verpasst? Was hat Rainer gemacht? Rainer ist halt wieder mal Rainer halt, ne? Genau nutzen. Ich kann meinen Kopf gebrauchen. Das heißt, ich kann über vieles nachdenken. Ein paar Sekunden später. Kurz stehen bleiben und drüber nachdenken. Wenn ich laufe, kann ich mir meinen Kopf nicht richtig klar zusammensetzen. Wie Max sich auf den Kampf vorbereitet. Geil, Alter. Ey, auf den Kampf bin ich echt super gespannt, ne? Oh mein Gott, ich werd mir so viel Popcorn holen. Ja, safe. Und wie Mickey sich drauf vorbereitet. 125 Gramm weiche Butter, 120 Gramm Zucker, zartbitter Schokoraspel. Was war das? Kotze. Oh mein Gott, was eine eklige Übung. So eine richtig schöne Bauernstochter, so eine richtige Schweizer Dirndl. Monte, pass auf, da war mal was so gerade im halben Jahr. Blonden Haaren und so richtig dicke Milchtüten. Ich will Schweizer Mädchen. Auf in die Schweiz mit Memo. Wenn wir heute schöne Frauen sehen, dann behalten wir das für uns. Ich will nämlich nicht von dem Sonderurlaub nochmal in den Urlaub. Oh, guck mal da rechts, Memo. Dann können wir für uns so sagen. Das war aber eingefügt, oder? Das war reingemacht worden. Das war aber eingefügt, oder? Ja, aber nicht so, ne, wie in den alten Zeiten, Digga. Das machen wir nicht. Nur im Dunkeln ist die weitwinkelige Kamera. Oder ist es doch nicht? Oh mein Gott, als ob er sich nicht beherrschen kann. Als ob, Digga. Der läuft doch nicht immer durch die Stadt. Macht immer, Memo. Das macht doch niemand. Machst du das nicht? Nein, natürlich nicht. Okay. Ja, aber man sagt trotzdem schon, guck mal, die. Das ist aber schöne da hinten, guck mal. Macht man schon. Die muss nicht im Livestream sein. Ich weiß nicht. Also klar habe ich schon mal irgendwie zum Kumpel gesagt, oh, die sieht nice aus oder sowas. Aber halt, wenn dann so leise, dass es keiner sonst mitbekommt, erstens. Und zweitens halt, boah, weiß ich nicht, vielleicht kommt das dreimal im Jahr vor, aber. Also ich bin eigentlich geier ich gar nicht so krass. Echt krass. Nee. Hier schreibt jemand im Chat, Ju hat das schon bei mir in Aachen gemacht. Ju. Oh Gott. Aber ich war schon, harter Geier damals, muss ich ehrlich sagen. Ich war damals bei Kontakttanzen oder sowas, aber ich bin da nur geblieben. Ich habe nur zugeschaut, weil ich am Geiern war. Dreckiger Geier. Immer nach meinem Tricking-Training bin ich noch länger geblieben. Mit Kollegen haben wir so gegeiert. Oh. Aber ey, das ist lange her, Freunde, lange her. Das war irgendwie so Aerobic-Stuff und ein Shit. Ach. Irgendwann mit Kontakt. Ah, ja. Ich hab gestern Nacht auch noch Aerobic gemacht. Was hab ich gemacht? Ich hab gestern Nacht auch noch Aerobic gemacht. Ja, hast du? Ja. Deswegen warst du dann wach, ne, Digga? Ey, nee. Okay, wir machen weiter. Mach weiter. Ah. Wir wir wollen nirgends gucken. Ich gucke noch nicht.
Datum von dem Termin eingetragen. Boah, Digga, den ganzen Test gemacht haben. Stell mal die Kamera jetzt hier hin. Memo, reißen Sie sich zusammen. Memo, jetzt zusammenreißen, ne? Bitte? Digga, ja, irgendwas muss man sagen. Wir können später nochmal drüber diskutieren. Oh. Ach, Digga. Du spinnst. Fazit: Memo war ein bisschen sass, aber Monte hat sich so gut erkannt zusammengerissen, also kein Twitch-Bann. Haben wir noch. Ja, Bruder, ich hab was im Hals gehabt wieder, Mann. Wie lange ging dieser Part am Ende jetzt gerade? Alter. Strong, strong, strong.